Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei Rockpower TV. Ja, eine neue Map-Vorstellung. Ich habe die schon mal vorgestellt, aber das ist eine andere Version, und zwar die Arctic Locking Map, und zwar die Schneeversion, also sprich Winter, Landschaft, Wonderland. Das Richtige für Holzfäller, für Extremholzfäller, wo meinen, sie sind in Amerika am besten aufgehoben. Das wird eine kurze Map-Vorstellung, weil da gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Wir gucken sie uns mal kurz an. Wie gesagt, da geht es wirklich nur um Forst. Der Platz ist eigentlich groß genug. Man kann ein paar platzierbare Objekte herstellen, wenn man doch eben hergehen will und ein bisschen Holzverarbeitung machen will. Wie das Sägewerk von Maru oder eben Fässerfabrik oder eben auch Palette etc. pp. Oh, diese Menge Platz hat's, weil das sind hier eigentlich nur Verkaufsstellen, Entschuldigung, für Holz. Oh, hier haben wir schon einen Traktor, ein Stepa, Holzhackschnitzelverkauf. Hier ist eine Tankstelle, wo der Sprit halt schön Geld kostet. Fahrzeuge gibt es auch nicht viel. Das wollte ich nicht, und nur schneller rennen. Wie gesagt, da haben wir schon einen kleinen Holzernter. Ja. Wie gesagt, gucken wir mal hier rein. Das ist das Gebiet. Wie gesagt, das ist unser Startpunkt, unser wie Hof in der Art ungefähr. Und das, was hier markiert ist mit den Zahlen 1, 2, 3, 4 und so. Das sind Holzsammelplätze, weil es geht da wirklich nur um Holz. Da geht es nicht um Ernten, also doch Holzernten natürlich, Entschuldigung, aber da geht es nicht um Säen oder eben Korn, Kartoffeln, Zuckerrüben etc. pp. Da geht es wirklich nur um Forst. Da könnt ihr quasi Holz abernten, mit Vollernter, das sind alles Tannen, in verschiedenen Längen, ja. Sägen und so, verladen dann mit den entsprechenden Fahrzeugen. Da ist ja der Grenze, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und wie gesagt, es ist die Sawmill, die Standard Sawmill, die ganz normale, wo es verkauft wird, und Tankstelle. Mehr gibt es da nicht. Wie gesagt, wenn man auch in den Fahrzeugshop reingeht, da ist nicht viel. Einen kleinen Valtra, den haben wir gerade gesehen, dann ein Pickup. Einen Stepa FHL 13 AK und den kleinen Shampoo Russell Lab HR 46X, der kleine Vollernter, und eine Motorsäge. Der Rest müsst ihr euch erstmal verdienen. Wie gesagt, alles voll Schnee, alles voll Winterlandschaft. Ich suche jetzt gerade am Anfang, wo es da in den Wald reingeht. Hier. Wie gesagt, es ist. Entschuldigung. Entschuldigung kurz, das war ein Nieser. Sehr hügelig, nichts gerade. Paar Berge. Da geht es dann auch hoch. Und bis ihr das alles abgeholzt habt, das seid ihr ein Weilchen beschäftigt ohne Ende. Wer, wie gesagt, kein Interesse an Forst hat, der sagt, oh, das ist langweilig, nur Holz fällen und so. Also mir macht sowas zwischendurch mal Spaß. Das Einzige, was mir immer fehlt, ist halt, dass man ein paar Holzverarbeitungspunkte hat. Aber dank platzierbaren Objekte gibt es das ja, Gott sei Dank. Seht ihr, und hier sind wir schon am ersten Sammelplatz, so sieht das ungefähr aus. So, zack, da sind wir. Das ist ein Holzsammelplatz. Da kann man dann auch so platzierbare Holzgestelle aufstellen, wo eben das Holz gesammelt wird oder abtransportbereit gemacht wird. Mehr gibt es darüber nicht zu berichten. Fliegen kann ich gerade im Augenblick nicht. Wie gesagt, man kann ein bisschen nicht noch schneller rennen, querfeld einrennen. Wenn ich mal kurz drehe. Ich weiß nur, dass es noch einen zugefrorenen See gibt.
geht's einen Berg hoch. Berge, Berge, Berge. Könnte zum Beispiel Rocky Mountains sein oder so in der ungefähr. Lydian ist dann schon Feierabend. Hier ist nur noch Schnee, hier ist nur noch Gebirge. Da kann man nur noch Ski laufen. Nur noch Ski laufen. Ski, Ski, Ski und das war's. Da ist noch ein Riesenberg. Ich sage, umarmt von Bergen, genießen wir mal die Aussicht. Ja, so sieht das von oben aus. Es gibt auch zugefrorene Seen, da können wir mal kurz hinrennen. Das ist zum Beispiel hier unten. Ups, da sind wir. Ne, ist doch kein zugefrorener See, aber egal. Ich sage, wenn ihr Wasser braucht, das gibt es hier auf jeden Fall. Das ist kein Thema. Hier geht es wieder zurück. Uah. Zum Hof. Oder halt Sammelstelle. So, hier ist die Holzhartschnitzel, ihr könnt Holzhartschnitzel verkaufen. Wenn ihr welches herstellt mit den dementsprechenden Materialien hier, könnt ihr die Bäume, hier doch, hier könnt ihr die Bäume runterknallen. Das ist dann auch so eine Verkaufsstelle, das kennt man ja. Und hier könnt ihr auch Lagerplätze einrichten. Hier ist dann zum Beispiel der Vehicle Shop, wo ihr auch die Fahrzeuge umrüsten und kaufen, verkaufen könnt. Ja, das war es dann eigentlich schon. Mehr gibt es dazu nicht berichten. Ich habe gesagt, die war ganz kurz. Schlicht und einfach. Einfach nur Forst. Und das aber riesengroß. Tobt euch aus, wenn es euch gefällt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Euer Rock Power. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.